In der Februarwoche des Europäischen Parlaments in Straßburg habe ich meinen voraussichtlich letzten Erfolgsbericht oder Fortschrittsbericht zu Kroatien präsentiert. Dieser Bericht ist auch mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. In diesem Bericht sende ich klare Signale nach Kroatien, dass sie alles unternehmen sollen, um noch die begonnenen Reformen fortzusetzen, insbesondere im Justizbereich, in der Bekämpfung der Korruption. Denn es ist ganz wichtig, dass die Aufgaben jetzt erledigt werden, bevor noch die Vertragsverhandlungen abgeschlossen werden. Denn wir wissen alle, dass wenn einmal so ein Beitrittsvertrag abgeschlossen wird, die Suche nach Reformen, der Drang nach Reformen nachlässt. Wenn Kroatien die Bedingungen erfüllt und wenn es wirklich noch in den nächsten Tagen entsprechende Anstrengungen gibt zu Reformen, dann ist es möglich, im Juni die Vertragsverhandlungen mit Kroatien abzuschließen. Diese Meinung habe nicht nur ich vertreten, sondern auch der ungarische Außenminister Martoni, der an der Debatte teilgenommen hat, und auch Kommissar Füle. Und, wie gesagt, die Mehrheit im Europäischen Parlament. Und nun geht es wirklich daran, diesen Sprint zum Ziel auch möglichst rasch und gründlich zu verfolgen. Dann kann nämlich das Europäische Parlament im Herbst den Vertragsverhandlungen, dem Vertragsergebnis zustimmen. Und dann kann auch der gesamte Ratifizierungs-, das heißt Zustimmungsprozess in den einzelnen Mitgliedsländern und in Kroatien selbst erfolgen. Wichtig ist aber auch, dass damit ein Signal an die anderen Länder der Region gegeben wird, dass wenn sie ihre Hausaufgaben erledigen, wenn sie ihre Reformen durchführen, auch sie eine Chance haben, in die Europäische Union zu kommen, wie gesagt, wenn eben die entsprechenden Kriterien und Anforderungen erfüllt sind. Leider haben wir in verschiedenen Ländern, in Bosnien-Herzegowina, in Albanien, in Mazedonien und auch durch den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo noch nicht die Voraussetzungen dafür, dass wir schon verhandeln können. Das wäre natürlich jetzt notwendig, aber wie gesagt, die Voraussetzungen dafür müssen von den Ländern geschaffen werden, sodass wir Zug um Zug, Schritt für Schritt den Integrationsprozess des Balkans vollenden können.